So. Hallihallo und herzlich willkommen bei einem neuen Startup Valley Afterwork Talk. Heute zu Gast bei mir Peter Guse von Vector in Stuttgart. Wir holen ihn auch gleich direkt rein, denn heute haben wir einige spannende Themen. Hallihallo Peter, schön, Hallo Markus. dass du die Zeit gefunden hast, heute mit mir einen kleinen Talk zu machen. Im Vorgespräch hatten wir schon ein paar tolle Ansatzpunkte und du bist sehr affin in der Startup-Szene in Stuttgart. Da wollen wir heute ein bisschen mitreden. Wir wollen aber auch ein bisschen über die Meisterklasse, wo du als Mentor tätig bist, sprechen und dann natürlich klar zu deinem Hauptthema, was du bei Vector abdeckst. Die E-Mobilität, die Ladeinfrastruktur ist ja ein spannendes Thema. Da würde ich auch gern gleich mal einsteigen. Ich glaube, dass es auch für viele so ein bisschen ein Thema ist, wo sie noch ein bisschen von der E-Mobilität abhält, die Ladeinfrastruktur. Was macht ihr da genau und was kann ja einem Autoaffinen für die Zukunft, wie wird sich das verändern? Ja, Vector ist ja ein klassischer Experte im Hintergrund. Das heißt, wir sind Lieferant von Komponenten für die Automobilindustrie. Mit der Ladeinfrastruktur haben wir jetzt seit 2018 den mutigen Schritt gemacht, mal raus aus dem Auto. Also wir fahren da nicht mit, nicht nur mit, sondern sind auch mal am Straßenrand aufgestellt. Also wir machen keine Ladesäulen selber, aber wir machen das, was in den Ladesäulen das Herzstück ist, die Intelligenz ist, was die Ladesäulen steuert, nämlich der Controller in der Ladesäule. Und ja, Vector ist dann schon ein Softwarehaus. Also unsere Kompetenz liegt da in der Software. Also unser Team entwickelt gerade Softwarelösungen für das elektrische Laden, sowohl auf der Fahrzeugseite als auch auf der Infrastrukturseite. Und da kann man viel falsch machen. Das sehen wir ja. Wir haben ja, wenn man schon mal die Erfahrung gemacht hat, mal versucht hat, elektrisch zu laden, es geht nicht mal alles reibungslos. Manchmal sind die Ladesäulen offline, weil sie nicht funktionieren. Mal klappt es bezahlen nicht und, und. Also ich muss dir nicht erzählen, das kennst du auch. Und das wollen wir verbessern, indem wir standardkonforme Kommunikation herstellen. Ja, ich glaube, dass das schon auch ein bisschen so ein Thema ist, warum die Leute sagen, ich gucke mir das jetzt erstmal noch länger an, weil wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe zu lange Ladezeiten. Und wo gibt es überhaupt Ladestationen? So, und ich denke, dass das so Punkte sind, wo viele vielleicht noch von der Elektromobilität abhält. Ich meine, ja, die Zulassungszahlen, gerade bei den kleinen Zoe und wie sie alle heißen, die gehen ja drastisch hoch. Ich denke, dass das auch geschuldet ist natürlich der Förderung. Ihr habt aber auch noch das Thema autonome Fahren, habe ich auch gesehen, dass ihr da auch sehr, was wird da auf den ja, auf den Bürger zukommen. Ich meine, heute schon haben wir ja viele autonome, das heißt autonomes Fahren, also die Ausbaustufe 2, wo dann teilautonomes Fahren ist, was in Deutschland ja viele Autos mittlerweile neue drin haben und gerade die Elektroautos. Aber was wird uns da in Zukunft erwarten? Ja, also ziemlich alle Fahrzeughersteller, Fahrzeugentwickler arbeiten an dem Thema. Aber es hat eine gewisse Ernüchterung gegeben, ne? Also man hat noch vor 3, 4 Jahren geglaubt, das ist wirklich schon greifbar und wäre dann heute oder im nächsten Jahr schon auf der Straße, dass Fahrzeuge wirklich vollautonom fahren könnten. Aber so Level 4, 5, es ist in weite Ferne gerückt, je mehr man davon verstanden hat. Aber das wird trotzdem relativ schnell Einzug halten, im täglichen Leben. Gerade so diese Level-2-Geschichten, also Unterstützung, na, das gibt es jetzt schon in der Oberklasse, aber das geht relativ schnell auch in die Mittelklasse rein. Ich kann mal die Hände vom Lenkrad nehmen für ein paar Sekunden, kann mal irgendwie mir gerade den Pullover ausziehen oder irgendwas anderes machen. Mein Fahrzeug bleibt in der Spur, also Lateralführung. Ich habe Unterstützungsfunktionen, Bremsassistenten, ich kann mich nicht darauf verlassen, ne? So weit sind wir noch nicht. Das ist eben erst das niedrige Level. Ich darf mich nicht darauf verlassen, aber das Fahrzeug hilft mir schon sehr stark und gibt mir dadurch eine gewisse Beruhigung, dass das vor Hindernissen gebremst wird. Und das wird relativ schnell passieren. Das hilft uns im Innenstadtbereich, ne? Da, wo die meisten Auffahrunfälle passieren, bist du mal für einen Bruchteil einer Sekunde unaufmerksam, und irgendwer biegt von der Seite ein oder parkt aus oder öffnet eine Tür oder so Geschichten. Ne? Die Systeme müssen natürlich noch alle ein bisschen zuverlässiger werden, deswegen gerade so dieses Thema Standardsoftware.
ist ein Riesenthema. Und natürlich, jetzt sind wir in einem Bereich drin, Robotik, künstliche Intelligenz, Machine Learning. Das ist verknüpft mit vielen Aspekten der Absicherung auch. Ne? Also da kämpfen gerade, das ist auch ein Thema, was das auffällt, da kämpfen gerade viele Fahrzeughersteller und Zulieferer damit, wie sichere ich denn ein System ab, was quasi für mich mitdenkt. Ne? Und das unter Bedingungen, wo ich die Situation nicht im Voraus alle wissen kann. Wir haben ein offenes System, also nahezu unendliche Situationen, in die ein Fahrzeug reinkommen kann. Wie sichere ich ab, dass es dann in jeder Hinsicht sicher reagiert? Ne? Mhm. Also ich sage ja nicht mal richtig reagiert, aber sicher reagiert, sodass nichts passiert. Aber ja, also wir werden es erleben. Also mit jedem neuen Fahrzeug, das auf den Markt kommt, werden wir mehr Funktionen sehen, die in die Richtung autonomes Fahren gehen. Das vollautonome Fahren, wo wir wirklich die Augen zumachen können und wo dann irgendwann gar kein Lenkrad mehr da ist. Wir werden es noch erleben, Markus, sicher, aber nicht heute und morgen. Ja gut, also ich meine, das Thema ist ja, wenn du heute zum Beispiel, du hast den ganzen Tag Termin oder bist irgendwie ein bisschen mit dem Kopf nicht ganz bei der Sache und das Auto unterstützt dich, das hilft ja schon sehr viel. Ganz genau. Also wenn du jetzt zum Beispiel fährst nach Frankfurt auf einen Termin, der geht den ganzen Tag, fährst abends heim, es ist sowieso viel Verkehr auf der Autobahn. Wenn das da Dinge abnimmt, was ja heute die Autos machen, diesen Abstandsradar oder Spurhalteassistent, dass wenn man mal unaufmerksam ist, dass es dann dich wieder zurückholt oder dich einbremst. Das ist ja schon mal ein Riesenfortschritt und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch in den Statistiken die nächsten Jahre deutlich auftauchen wird, dass immer mehr solche Assistenten drin sind. Ich denke, dass vielleicht viele da auch gerne hätten, dass es schon mehr geht. Aber ja, es ist halt auch, es muss halt auch funktionieren. Wird es da auch in Zukunft so sein, dass die Autos untereinander kommunizieren? Seid ihr da auch irgendwie dran? Gute Frage. Also dieses Thema Car-to-Car, Car-to-X-Kommunikation wird schon lange diskutiert. Es hat, das kenne ich sogar schon, das ist mindestens 10 Jahre alt, das Thema. Es hat noch nicht richtig abgehoben. Du hast natürlich ein Problem, das Durchschnittsalter der Autos auf deutschen Straßen liegt knapp unter 10 Jahren. Ne? Mhm. Und für so eine Car-to-Car-Kommunikation, das ist eine Frage der kritischen Masse. Du brauchst einfach ausreichend Fahrzeuge, mit denen du überhaupt reden kannst. Und Durchschnittsalter 10 Jahre und ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge heute in Serie sind, heute neu verkauft werden mit Car-to-Car-Kommunikationsmöglichkeiten. Das ist einfach ein Zeitspiel, wie lange das rauswächst, dass die alten Fahrzeuge, die es nicht können, einfach verschwunden, dass ich mindestens mal 50% der Fahrzeuge auf der Straße habe, die in der Lage sind, Car-to-Car-Kommunikation zu machen. Also das ist also eine Riesenhürde. Und ich glaube persönlich, und das glaube ich schon eine ganze Weile, die Internet-Connectivity, also die überall und permanent verfügbare Konnektivität über LTE zum Beispiel jetzt gerade, ne, 5G und so weiter, das könnte sein, dass das dieses Thema überholt, dass also die Fahrzeuge nicht miteinander reden, sondern alle Fahrzeuge in der Cloud sind, im Netz sind, online sind und dass das vielleicht sogar ersetzt und dass da vielleicht sogar Nachrüstlösungen einfacher sind als direkte Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation. Also dass praktisch ein Zentralrechner da ist, wo die PKW sind die Dockingstation und ich habe einen Zentralrechner, wo dann immer wieder übernommen wird, das Auto, wenn es dann ein neues Bundesland kommt. Das ist ja auch das Thema, es hat ja nicht jedes Bundesland oder jedes Land die gleichen Grundvoraussetzungen von den Gesetzen. Das ist ja auch immer noch so ein Thema da. Mhm. Ich denke, das ist auch ein bisschen so das Thema bei der bei der Ladeinfrastruktur, wo ihr vielleicht auch dran seid, so dieses Einheitliche. Ich meine, es gibt verschiedene Stecksysteme, es gibt, ich brauche für alles eine extra Karte. Das ist ja. Also offene Standards, offene Standards sind erstmal das A und O als Voraussetzung, dass die Hersteller Planungssicherheit haben, dass sie überhaupt wissen, was sie einbauen müssen. Und dann kommt dieses Thema Durchschnittsalter dazu. Bei der Infrastruktur sind wir jetzt in der schönen Situation, es ist nichts da. Wir bauen alles neu auf. Die erste Generation, die jetzt gerade draußen steht, das sind nur ein paar tausend Stück in den öffentlichen Ladesäulen, ne? Die werden irgendwann nochmal ersetzt werden. Aber da haben wir eine bessere Situation als bei 50 Millionen Fahrzeugen auf deutschen Straßen, von denen die Hälfte älter als 5 Jahre ist. Ne? Mhm. Also in der Infrastruktur bin ich sehr zuversichtlich, dass es relativ schnell standardgerechte Lösungen geben wird,
wo auch jede Ladekarte überall funktioniert. Der Markt wird sich noch ein bisschen konsolidieren, das ist richtig. Aber da sind wir tatsächlich dran und da arbeitet Vektor-Kollegen von mir auch in Gremien mit, um diese Standards weiterzuentwickeln. Also da bin ich zuversichtlicher, als was so Sachen wie Car-to-Car und Digitalisierung betrifft. Aber hey, ich meine, wir müssen nicht warten, bis die Autos alle miteinander und mit dem Internet reden können. Mhm. Ich meine, wir haben alle die technische Voraussetzung in der Tasche, ne? Wir haben sowas hier. Wir können, genau. Darüber können wir sehr viel abdecken und da sind wir always on und always connected. Ne? Ja gut, das ist ja sowieso so ein Thema, wo wenn ich heute einen PKW kaufe, ist eigentlich nicht die Marke der ausschlaggebende Punkt, weil ich sage, ich kaufe immer schon einen Daimler oder ich kaufe immer schon einen Porsche, sondern für mich ist, ich steige ein und ich möchte, dass mein Smartphone mit dem Auto verbunden ist, dass es aktiv ist, dass ich bestimmte Apps drauf verwenden kann, dass ich, wenn ich eine Konferenz machen möchte, dass ich die über einen PKW machen kann. Und dass dein Auto weiß, wo du hin willst und sich gleich Gedanken darüber macht, wie viel Ladung habe ich noch in meiner Batterie, wo kann ich denn ihm zumuten, dass er nochmal zwischenlädt, ne? Also genau, das muss sein und der das bringt und kann, der wird mehr Autos verkaufen, als der das nicht kann, ja. Ja, gut, das ist ja sowieso, deswegen ist ja Tesla so ein bisschen dieses Smarte. Sie haben ihr großes Netzwerk an Superchargern mittlerweile und sie haben halt, das ist so ein bisschen wie der Apple unter den Software und Hardware aus einem Haus. Das ist halt natürlich für, wenn du als so eine Open-Lösung, wie ihr das dann anbietet, wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, das auf die einzelnen Fahrzeuge zu konnektieren. Wie muss ich das verstehen? Ja, das sind an sich zwei Extreme, die du ansprichst. Also sehr gut vergleichbar, Apple und Tesla auf der einen Seite, ne? Also alles unter einer Kontrolle, alles in einer Hand. Wobei Tesla im Gegensatz zu Apple, mindestens mal was elektrisches Laden betrifft, sehr schnell auf die europäische Grundrichtung Combined Charging System umgeschwenkt ist. Ne? Okay. Die sind auch proprietär gestartet, also sehr ähnlich zu Apple. Das macht man hauptsächlich dann, wenn man der Erste ist und noch nichts da ist. Ne? Dann kannst du lange warten, bis die Standards da sind. Das dauert in aller Regel ein bisschen, weil viele mitreden müssen. Oder du machst eine Lösung in der Hoffnung, die Masse wird es akzeptieren. Oder du gewinnst so viel Marktanteil, dass es trotzdem fliegt. Also bei Tesla beobachten wir jetzt schon, dass das Weggehen von proprietären Lösungen hin zu Standards, also die neuen Teslas werden alle schon mit CCS verkauft in Europa. Mhm. Ich glaube, das ist schon auf jeden Fall der richtige Weg. Ne? Auf der anderen Seite, auch offene Standards haben riesen Vorteile. Wenn du dir anschaust, die Android-Welt beim Smartphone, riesiger App Store, diese Konkurrenz, die da ist bei der Hardware und auch bei der Software, die führt natürlich auch zu einer riesen Vielfalt. Ne? Ja. Und also allzu viele Monopolisten und proprietäre Lösungen kann es nicht geben in so einem Markt. Da wird immer so ein Gegenpol entstehen, der auf offene Standards setzt. Mhm. Und da wir jetzt nicht gerade die Ersten sind beim elektrischen Laden, sind wir die eigentlich denken, dass offene Standards der richtige Weg sind. Mhm. Jetzt fängt ja auch so die deutsche Autoindustrie fängt jetzt immer mehr an, ins Elektro-Geschäft mit einzusteigen. Daimler kommt, glaube ich, dieses Jahr mit 5 Modellen auf den Markt. Sogar in der A-Klasse wird es einen geben. Ist es etwas spät? Hätten sie früher da sein sollen, die Deutschen? Klar, also ich denke schon. Aber das ist halt, das ist das typische Problem, das du als angestammte Energie hast. Das ist dieses Innovators-Dilemma. Ne? Das ist so ein Wort, das hat mal so Clayton Christensen geprägt, 1989 schon. Wenn du erfolgreich bist, bremst genau dieser Erfolg dich darin, was Neues zu tun und dann das wegzuwerfen, was du hast. Je mehr du hast, je mehr kannst du verlieren. Riesenvorteil bei Tesla, ne? Auf der grünen Wiese, sie fangen neu an. Kein Tesla, den sie verkaufen, nimmt ihnen einen Verbrenner-Tesla weg, den sie sonst hätten verkaufen können. Also es ist ein Riesenvorteil, den Tesla da hat und ein gewisser Nachteil, den die angestammte Automobilindustrie hat. Es kann nicht anders sein. Sie sind etwas langsamer unterwegs. Da ringen natürlich auch Kräfte in den Unternehmen miteinander, die sagen, also das ist ein Strohfeuer und das geht wieder vorbei. Ich kenne das alles aus eigener Erfahrung auch. Ne? Mhm. Wir warten ab, wir sitzen das aus. Ne? Und dann, jetzt ist, glaube ich, aber der Damm gebrochen. Also VW hat immerhin schon halb so viele Autos verkauft, elektrisch, verglichen mit Tesla. Also die sind auf einem guten Weg und vor allem dieser Weg jetzt mal endlich Autos auch wirklich als Elektroautos zu designen und zu bauen, ne? Und nicht bestehende Plattformen umzumodeln auf Elektro, weil wir sehen ja die riesen Nachteile, die man dann sich einkauft. Zu viel Gewicht an den falschen Stellen, neue Bauraum,
Probleme. Man schleppt einfach so ein Erbe mit sich rum, das einen schwer und langsam macht. Aber es ist naturgemäß so, man kann es den Großen nicht vorwerfen. Ich meine, die großen Automobilisten sind ja nicht unerfolgreich gewesen in den letzten Jahren. Die haben technologisch wahnsinnig was erreicht, wenn man sich die Verbrenner anguckt, auf welchem Niveau die heute sind. Mhm. Und für eine gewisse Weile brauchen wir ja auch noch saubere Verbrenner, weil na, wir brauchen eine Weile, bis die ganze Welt elektrisch fährt und können es heute nicht stemmen. Ja, es ist zum Teil auch finanziell für manche momentan nicht möglich, in die E-Mobilität zu gehen. Aber das nächste Thema ist natürlich halt auch gerade, wenn man in Stuttgart oder im Großraum Stuttgart die ganze Unternehmen oder viele Unternehmen, Zulieferer, aber auch selbst die Automobilhersteller selber, da ist ja die komplette Infrastruktur im Haus ist ja drauf aufgebaut. Ich habe ein Motorenwerk, ich habe auch die Zulieferer wie ZF, wo sich darauf spezialisiert haben, das sind ja auch die Arbeitsplätze da dran und die ganze das Know-how, was ja irgendwo auch sich wieder amortisieren muss. Ja? Also ich denke, dass da... Es tut uns gut, wenn es einigermaßen, also ich sage nicht, dass es langsamer gehen sollte, bestimmt nicht, also ich bin unverdächtig in der Richtung zu bremsen, aber es tut uns gut als Land, als Standort auch hier in Stuttgart, es tut uns gut, wenn das geplant abläuft und mit einer gewissen Bedachtheit und eben strukturiert und nicht von heute auf morgen so ein Einbruch stattfindet. Ne? Jetzt haben wir natürlich dummerweise diese Situation mit der Epidemie noch dazu gehabt, da kommen zwei Sachen zusammen, ne? Aber ich denke tatsächlich, wenn das geplant ist, ja, es hätte früher anfangen können, keine Frage. Das ist eben dieses Innovators-Dilemma-Thema. Aber wenn es jetzt geplant weitergeht, sind wir auf einem guten Weg und dann kostet es uns nicht so viel Arbeitsplätze zum Beispiel. Ne? Jetzt bist du auch sehr aktiv in der Startup-Szene unterwegs im Großraum Stuttgart. Wie siehst du die Stuttgarter Startup-Szene? Wie innovativ sind die? Also ein Riesenaufwandstrend erkennbar. Also wir haben jetzt, wir machen jetzt die, ich bin ja bei der Meisterklasse vom Gründermotor von Anfang an dabei gewesen. Man sieht deutlich, dass der Gehalt der Ideen wird besser, es wird die Qualität der Teams deutlich besser. Das ist alles ein Lernaufwand. Ich meine, nichts davon fällt vom Himmel. Wir werden ja alle nicht als Gründer geboren. Ne? Und so wie, sagen wir mal, die Automobilindustrie hat hier weit über 100 Jahre Zeit gehabt, sich auf das Niveau zu entwickeln, wo sie heute ist. Ne? Wenn wir uns da zurückversetzen, Anfang oder Ende 1880, 90, da sah das wahrscheinlich genauso aus. Da hat wahrscheinlich auch, haben zwei Leute da gesessen, haben natürlich nicht Podcast gemacht, sondern irgendwas anderes, haben gesagt, Mensch, müsste das nicht schneller gehen mit dem Automobil hier? Du musst einen Haufen Zeug lernen, um Start-upen zu können, genauso wie du einen Haufen lernen musst, um Autos bauen zu können. Aber das findet statt, also und es findet relativ schnell statt. Die Lernkurve ist steil. Und ich merke es auch zum Beispiel daran, dass die Themen natürlich auch noch viel relevanter für den Standort werden. Wir haben gerade aus der letzten Meisterklasse auch Kontakt mit mehreren Startups aktuell, die sich zum Beispiel mit Elektromobilität und Laden und Energiemanagement beschäftigen. Also ja, auch hier wieder das Thema könnte schneller gehen. Klar, hätte früher anfangen können. Aber auch hier haben wir natürlich das Problem, Luxusproblem, uns geht es hier sehr gut. Ne? Wenn du das vergleichst mit Berlin, wir haben hier eine riesenstarke Industrie, die ganze Studiengänge von den Unis einfach mal mitnimmt und sofort einstellt von der Schulbank aus. Ne? Und keiner verspürt den Druck, sich irgendwie eine Existenz selber aufbauen zu müssen. So viel Geld kannst du gar nicht so schnell verdienen, verglichen damit, dass du zu Daimler, Porsche und Bosch gehst. Ne? In Berlin hast du die Situation, dass du natürlich schon nach Alternativen suchen willst und dass da das quasi, man könnte sagen, Gleichgewicht ist, Industrie oder selber gründen, macht dich ungefähr ähnlich glücklich. Na gut, da gibt es ja auch Studien, dass wenn die Wirtschaft brummt, dass es sehr wenig oder viel weniger Gründungen gibt und sobald die Industrie schwächelt oder irgendwie ein bisschen eine Krise, das hatten wir ja 2007, 8, 9, da wurden die Gründungen auch im Kleinen sind drastisch nach oben gegangen. Wie du schon sagst, die letzten Jahre sind sie drastisch nach unten gegangen. Ist ja auch verständlich. Also ich meine, wenn ich von der Hochschule weggehe und ich kriege einen
sicher einen Job bei einem großen deutschen Unternehmen. Der auch noch Spaß macht. Ne? Also wir wollen nicht so tun, als wenn das genau langweilige Jobs wären. Ne? Genau, das ist ja das, was dann auch noch wichtig ist. Also ich kriege einen guten Job, ich kriege gutes Geld, ich habe Spaß daran. Dann ist das mit dem Gründen halt so ein Thema. Und ich meine, auch dein geschuldet, vielleicht siehst du das genauso, haben wir hier halt auch im Südwesten viele Tech-Startups. Also gerade auch jetzt auch mal aus Stuttgart raus, Karlsruhe und so, sind halt sehr viele Tech-Startups, ja, die dann irgendwann wahrscheinlich auch nach Berlin abwandern. Ja, also da haben wir jetzt die letzten Jahre einige gehabt, mit denen wir Interviews schon gemacht hatten, für online oder für Print, wo dann siehst, wenn sie eine gewisse Größe haben, dann wandern sie ab nach Berlin. Ist dann vielleicht so eine Image-Sache, ja, das in die deutsche Startup-Hochschule. Ja, es ist nicht nur Image. Ja. Ich denke, es hat manchmal auch was mit dem Ökosystem zu tun. Als Startup bist du ja darauf angewiesen, du kannst das ja nicht alles alleine machen. Du brauchst Hilfe, du brauchst Leute, ja, die immer auf die Schnelle was machen. Und auch da hast du ja hier im Südwesten die Situation, du hast ja keinen, der darauf wartet, dass du ihm einen Auftrag gibst. Ne? Das sieht in Berlin ein bisschen anders aus. Das ist die Riesenstärke im Silicon Valley. Da hast du ein riesiges Ökosystem von Entwicklern, Designern, Softwerkern. Vielfach alles Freelancer, die du früher oder später, also innerhalb von Tagen kannst du die kriegen. Ne? Kostet natürlich entsprechend Geld, aber du kannst die kriegen. Und das fehlt hier noch ein Stück. Hier ist ja alles in großen Unternehmen gebunden. Ne? Und die kannst du nicht irgendwie mal anzapfen. Ja, also das ist vielleicht ein Grund, der für Berlin spricht. Abgesehen von der Coolness, und Stuttgart ist ja eh schöner als Berlin. Ne? Mhm, auf jeden Fall. Wobei es sich schon auch die letzten Jahre sehr verändert hat. Also wenn man auch die gesamte Fläche Deutschland anschaut. Also es war ja mal Berlin Startup-Hochburg. Mittlerweile ist es ja auch was in Hamburg, in Berlin, in München, auch im Stuttgarter Raum oder im Rhein-Main-Gebiet, was ja irgendwo auch runtergeht noch bis Mannheim, wo zum Beispiel Mannheim macht ja auch sehr viel für die Startups. Also ich glaube, so dieses Brennpunkt Berlin für die Startup-Szene, das hat sich ein bisschen auseinandergezogen. Also auch runter in den Bodensee, selbst bei uns hier im Pforzheimer Raum gibt es mittlerweile Digital-Hubs. Es gibt Coworking-Spaces, wo fast täglich irgendein kleines Event ist, wenn mal kein Corona ist. Ja, es hat es natürlich, glaube ich, auch viel eingebremst. Genau. Aber schau, Markus, das ist genau das, was du gerade sagst. Diese Infrastruktur musste erstmal wachsen, ne? Die muss erstmal da sein. Du brauchst eben sowas wie Coworking Spaces oder irgendwo Räumlichkeiten, wo sich so Startups niederlassen können. Und du brauchst eine Kultur, die das akzeptiert. Also, dass das Eltern nicht sagen, Gottes Willen, du willst gründen, was soll das denn? Lern erstmal einen richtigen Beruf oder arbeite, geh erstmal richtig arbeiten. Ne? Also diese soziale Akzeptanz dafür, dass man sich selbstständig macht, ne? Und dass das öfter stattfindet, auch mit Ideen, die nicht so richtig greifbar sind, die musste erst wachsen und die ist scheinbar jetzt langsam da. Wenn wir da in Richtung USA gucken, da haben wir eine ganz andere Akzeptanz dafür. Ne? Mhm. Auch diese Angst davor, mal, dass was schief geht und dass was schief gehen darf, dass das nicht so das Ende der Existenz ist. Ne? Auch dafür muss die Akzeptanz auswachsen. Ja, das ist in Deutschland halt ein Problem. Da heißt es halt, ja, guck, da hat es halt nicht geschafft. Das habe ich gleich gewusst. So. Ja, ist halt so diese Mentalität ein bisschen drin. Was in den USA, ja, das krasse Gegenteil ist. Da heißt, okay, der ist gescheitert, der weiß, wie es nicht geht. Jetzt weiß er, wie es geht. Jetzt kann ich ihm vertrauen. Aber es ist auch, ich glaube, bei uns ist auch so ein bisschen die Investition. Die Deutschen, die haben andere Geldanlagen. Also in den USA war durch die Geschichte und durch eben die Mentalität ist es vielleicht auch in den USA einfacher, Venture Capital einzusammeln, wie jetzt vielleicht in Deutschland, wobei sich das ja auch drastisch entwickelt hat. Und gerade auch im Stuttgarter Raum, also wenn man bei LinkedIn Venture Capital eingibt, sind die meisten Einträge kommen aus Stuttgart. Ja, also das ist gar nicht Berlin, sondern also von der Personenzahl bei LinkedIn sieht man es, da rutscht es gerade so runter. Und dann halt München noch geschuldet, ja. Also da sind schon sehr viele da. Ja,
Das ist richtig, und aber trotzdem ist noch ein Größenordnungsunterschied zwischen den Beträgen, die auch investiert werden, und auch der Akzeptanz für den Firmenwert. Ne? Da merkt man auch wieder so, dass hier die Großfirmen, die sind sehr gut gewöhnt, in einem bestehenden Markt in Anlagen zu investieren. Ne? Und da werden Riesensummen investiert. Also neue Werke, die aufgebaut werden, neue Produktionslinien beim Daimler oder beim Porsche, eine neue Maschine, die gekauft wird, die kosten locker Millionen, das ist gar kein Thema. Aber das ist so dieser Unterschied zwischen Risiko und Unsicherheit. Ne? Da kannst du was rechnen. Da kannst du sagen, okay, ich weiß, ich kenne meine Kunden, ich weiß, was die bisher abgenommen haben. Mehr als 20% pro Jahr schwankt das nicht. Also kann ich in die Zukunft rechnen, was ich damit machen kann. Und dann kann ich relativ gut ausrechnen, was mir diese Maschine einbringt und was sie kostet, weiß ich. Und dann kann ich eine Rechnung machen und sagen, okay, innerhalb von 2 bis 3 Jahren ist die bezahlt. Danach macht sie Gewinn und dann investiere ich. Und dann kann der Betrag gar nicht hoch genug sein. Das findet hier ja fast täglich statt. Ne? Also wenn er da eine neue Baureihe auflegt, dann wird da auch eine neue Linie dafür gebaut. Und das kenne ich von meinem alten Arbeitgeber Bosch auch. Da ist die Akzeptanz für große Summen und hohes Risiko durchaus da. Und jetzt aber der Schwenk in die Startup-Welt heißt ja, da verwechselt man manchmal, natürlich ist da viel Risiko, aber das Problem dort, das ist Unsicherheit. Ich verstehe das Risiko gar nicht. Ich kann es nicht bewerten. Ich kann es nicht ausrechnen. Ne? Und da rein zu investieren, da sind wir wieder beim Lernen. Da muss ich, also A, es ist viel Erfahrung, ich muss ein Gefühl dafür entwickeln. Und B, ich muss ganz andere Investitionsstrategien haben. Ich kann von meinem gesamten zur Verfügung stehenden Kapital natürlich nur einen Bruchteil mit hohem Risiko investieren. Mhm. Und da ist auch noch das Denken noch nicht da. Aber das wäre schon mein Wunsch, das würde ich schon ganz gern sehen. Und das habe ich bei Bosch durchaus schon gesehen. Da ist eine gewisse Kontinuität da. Relativ große Beträge immer wieder auch mit hohem Risiko in Startups zu investieren. Und nach ein paar Jahren stellt sich auch der Erfolg ein und dann bleibt das nachhaltig. Ne? Aber diese Hürde muss man erstmal nehmen. Aber das, ein bisschen das Zeit braucht man da. Ich bin ja auch als Mentor bei der Meisterklasse mit dabei. Wo wir ganz früh anfangen, wo es auch gar nicht so teuer ist. Ne? Genau. Und da ist jetzt nächste Woche Donnerstag ist das Finale, der finale Pitch. Da geht es darum, da stellen die Startups ihr Konzept alles vor. Genau, das ist jetzt praktisch nach einer gewissen Phase, das läuft ja in Batches ab, da werden immer so um die 20 Startups für ein halbes Jahr begleitet, bekommen viele Sachen beigebracht, das ist eben das, was wir gerade gesagt haben, ne? Die müssen noch viel lernen, nicht nur aber natürlich nicht nur die Investoren, sondern auch die Startups, man kann viel falsch machen. Die werden dabei begleitet, halt ihr Geschäftsmodell richtig zu formulieren, auszudetaillieren, auszuprobieren viel auch. Ne? Die werden viel rausgeschickt. Ja, und dann am Donnerstag kommt der große Höhepunkt, wo wir sehen, was sich da im letzten halben Jahr getan hat. Ich bin sehr gespannt. Ja. Hast du vorhin gesagt, du warst von vorne oder von Anfang an dabei. Das heißt auch noch vor Corona-Zeit mit als Mentor dabei. Wie hat sich das für dich so entwickelt? Ich denke, heute wird viel auch über Livestreams macht, beziehungsweise über Zoom-Meetings, ja, zum Beispiel, oder Skype, wie auch immer. Wie empfindest du das? Ist das okay oder soll das doch lieber ein reales Live-Treffen sein, wo man auch vielleicht mal ein bisschen auf den Tisch schauen kann und mal ein bisschen mit Emotionen mehr arbeiten kann? Ja, also ganz klar, es ist ein Riesenverlust, dass wir uns immer nur noch virtuell sehen. Da fällt das ganze Spontane, das ganze mal jemanden treffen, na, serendipidier. Du findest Sachen, die du gar nicht gesucht hast. Du triffst Leute, die du bis dahin nicht kanntest. Du hörst von Dingen, wo du nie danach geguckt hättest. Das fällt leider alles weg oder ist ganz schwer zu ersetzen. Und dann mal, ich meine, das ist schon was anderes. Gerade so eine Abschlussevents, wie das jetzt am nächsten Donnerstag ist, der Demo-Day, wo Leute auf der Bühne stehen. Wenn du da mit dem Bier in der Hand daneben stehst, kannst, das ist ein völlig anderes Gefühl und kannst dann nachher zu dem Team hingehen und kannst ihnen auf die Schulter klopfen oder nochmal Sachen nachfragen, überraschende Sachen, die du gehört hast, nochmal nachfragen. Das lässt sich nicht durch Zoom ersetzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich gelernt, dass Sachen möglich sind, also wenn ich dann einen Impulsvortrag halte zum Beispiel, das kann ich über Zoom sehr gut machen. Ja, die Leute können mich dann anschließend nicht direkt fragen, geht auch ein bisschen, aber wir haben gelernt, dass das schon geht und da spare ich mir die Fahrzeit. Hey, da kann ich in der gleichen Zeit 2 solche Meetings machen. Ne? Also für und wieder. Ich denke, es wird einiges nach Corona bleiben, dass wir viel online machen werden und ist auch gut so. Ich habe mehr Zeit für meine Familie und kann mich um meine Kids dann eher kümmern, auch wenn so eine Abendveranstaltung mal sind. Aber gleichzeitig freue ich mich schon extrem drauf, dann beim Gründermotor im Steig mit dem Bier in der Hand zu stehen und mit den Leuten zu reden. Ja, das ist ja das Thema. Also ich denke, dass es
so mal ein kurzes Meeting nach München fahren. Da fahre ich 3 Stunden hin, 3 Stunden zurück. Es sind 6 Stunden, ist ein ganzer Tag, den ich einfach nur auf der Autobahn verbracht habe. Das fällt weg. Und ich denke auch, dass das Sinn macht, auch der Umwelt zuliebe vielleicht, auch selbst wenn wir jetzt auf E-Mobilität umsteigen, macht es trotzdem Sinn. Ich glaube, so wie jetzt zum Beispiel bei der Meisterklasse, so mit dem Demo-Day oder vielleicht jetzt auch auf Messen oder so, macht es vielleicht keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass das die Zukunft sein wird. Vielleicht Hybrid-Events, ja, das mag sein, dass das funktioniert. Aber ich glaube kaum, dass es das ersetzt, wenn man, wie du schon sagtest, dass man, wenn man sich persönlich trifft, dann geht man auf den Demo-Day, ja, bei der Meisterklasse. Dann, du triffst Menschen, die hast du vorher nicht getroffen. Du siehst jemand on stage, der macht sein Geschäftsmodell, stell dir vor, du kannst danach hingehen und kannst dich direkt mit ihm unterhalten. Ja. Das ist halt alles online, ist es etwas schwieriger. Ja, wir haben dann die Möglichkeit, wir haben Chat, wir haben Private Chats und wie auch immer, aber es fehlt einfach so dieser persönliche Kontakt und ich bin auch der Meinung, dass es sollte schnell wieder einige Normalität reinkommen. Was machst du genau als Mentor in der Meisterklasse? Also ich bin jetzt in der letzten Meisterklasse mit so einem Impuls beteiligt gewesen, wo wir also allen Startups mal was erzählen. Also meine Rolle war das Thema Skalierung. Das ist so, dass du hast ein Geschäftsmodell, du hast die ersten Kunden. Was passiert denn jetzt, um zu einer richtigen Firma zu werden? Also richtig im Sinne von, ich verdiene mein Geld selber. Ne? Und das ist eben so ein riesiger Transformationsvorgang, von dem sich keiner ein Bild macht, der das nicht mal irgendwie durchlaufen oder beobachtet hat. Also das ist so mein Beitrag da. Da habe ich auch ein bisschen Erfahrung, weil wir einfach bei Bosch in dieser Grow-Plattform in Ludwigsburg, die ich damit gegründet habe, da haben wir das mehrfach gesehen. Da haben wir gesehen, wie Startups mit ihrer Idee kommen, Teams mit ihrer Idee kommen und dann welchen Aufwand. Man denkt ja immer, das Wichtigste ist, dass man mit dem Kunden oder mit dem Kunden Geschäft zu machen. Es ist schon nochmal ein Riesenthema, aus einem kleinen ersten Geschäft ein großes, profitables Geschäft zu machen. Und da ändern sich so viele Dinge, da macht man sich davon einfach kein Bild, wenn man das noch nie gemacht hat. Und da kann viel schief gehen. Das ist mein Beitrag. Und dann begleite ich in aller Regel pro Meisterklasse noch 1-2 Teams ein bisschen enger. Vorzugsweise, wenn ich fachlich was beitragen kann. Also jetzt gerade im jetzigen auch, dass wir da ein Team haben, das elektrisches Laden für Wohnimmobilien machen will. Und da kann ich sicherlich auch noch aus dem eigenen Job noch fachlich einiges beitragen, bis hin, was natürlich in beiden Sinne Win-Win wäre, wenn daraus nachher irgendwann mal irgendeine Kundenlieferantenbeziehung wird, wie auch immer. Ne? Mhm. Und das ist auch, glaube ich, die Rolle dieser Corporate Partners im Gründermotor. Die bringen halt eine gewisse Erfahrung mit auf verschiedenen Gebieten. Die können fachlich meistens was beitragen oder sagen wir mal, es ist ideal, wenn die Paarung so ist, dass sie fachlich was beitragen können. Und dann natürlich das Netzwerk in die Firma rein, die dann das dann eventuell auch ermöglicht, nachher mal irgendeine Geschäftsbeziehung zu etablieren. Mhm. Aber das ist eben nicht nur meine Rolle, sondern das würde ich sagen, ist eine typische Rolle von Corporate Partnern. Mhm. Und da ist hier die Zahl inzwischen auch recht gut gewachsen. Nachher ist ja immer mal so ein Thema, so ein Proof of Concept. Irgendwann muss jemand mal eine Referenz hinkriegen. Also irgendjemand muss mal zeigen, dass es geht und es öffentlich zeigen. Und das können halt nur Firmen ermöglichen, die dann mal so ein Proof of Concept beauftragen. Ja gut, ich meine, es ist natürlich, ich weiß, es dauert ein bisschen, bis natürlich irgendwann ein Startup einen gewissen Lauf drinne hat, ja, das bis dieses Momentum dann einsetzt und Wachstum auch da ist. Und das nächste Thema, ich glaube auch, dass Corona einige Startups jetzt bisher schon auch einbremst, auch wenn sie jetzt im Tech-Bereich tätig sind, wo ja trotzdem weiterläuft. Manche Startups tangiert es vielleicht etwas mehr, die gerade auch diese ganzen Lockdowns, weil halt auch Einzelhändler zu sind, vielleicht bin ich irgendwie Lieferant. Ich kann auch nicht so mit Meetings arbeiten, dass ich irgendwo hinfahre, mein Produkt auf den Tisch stelle und sage, hier bin ich, schaut euch das mal an. Also ich denke, da wird schon auch ein bisschen auf die Bremse gedreht. Gibt es irgendein spezielles Highlight deiner Meinung nach in dieser Meisterklasse? Ah, das wäre jetzt unfair, einzelne rauszuheben. Und ich bin sowieso ein bisschen vorbelastet fachlich, weil ich das eine halt da ein bisschen mehr betreue als die anderen. Aber das mache ich nicht. Ich sage jetzt kein Highlight. Also es ist einfach wirklich so, dass die ganze Meisterklasse, bisher war es fast immer so, dass die aktuelle Meisterklasse immer die beste Meisterklasse war. Mal sehen, wie lange das noch weitergeht. Es lohnt sich auf jeden Fall, da am 28. reinzuschauen. Das ist kein Thema.
Was du gerade gesagt hast, also Corona und wie beeinflusst das Startups? Es ist nicht alles negativ, ne? Weil, also es ist ja, skalieren ist ja nicht nur Wachstum. Ja. Du hast eine Riesentransformation zu bewältigen. Wenn ich mir das mal anschaue, Marketing zum Beispiel, also Corona vollbringt auch eins, also ich will jetzt nicht Corona in Schutz nehmen, aber Corona vollbringt eins, das stellt Startups im Grunde mit großen Firmen so ziemlich auf eine Stufe, was die Sichtbarkeit betrifft. Ne? Alle haben nur noch das Internet, alle können nur noch zoomen. Und das kann jeder, da sind die Einstandskosten sind minimal, das kann echt jeder. Also die Barriere der Sichtbarkeit ist jetzt nicht mehr durch riesen Marketingbudgets irgendwo vorgegeben. Na, wenn ich mir angucke, in Bosch oder in Daimler gehen auf die CES hin in Las Vegas, allein schon die Reise dahin plus die Hotelkosten vor Ort, kein Startup kann sich das auch nur annähernd leisten. Ne? Die schaffen nicht mal hinzureisen. Und plötzlich wird das Ganze virtuell gemacht. Ja, das ist immer noch teurer, aber du hast ja jede Menge andere Veranstaltungen, über denen gehen kannst. Und plötzlich kann sich auch ein Startup mit ganz wenig Mitteln einen virtuellen Auftritt auf einer virtuellen Messe leisten. Also da ist eine gewisse Nivellierung da. Das finde ich ganz gut. Man sieht auch, wir haben uns massiv umstellen müssen, weil wir eigentlich auch geplant hatten, wir gehen mit unseren Produkten auf Messen, stellen die da aus, haben unsere Messestände da. Nicht, dass Vector jetzt so ein riesen Marketing-Thema macht, wir sind kein B2C, ne? Aber dadurch, dass das jetzt weg ist, merke ich, dass wir plötzlich auf einer Stufe auf Augenhöhe mit Startups sind, die genau das gleiche Marketing machen können, faktisch, ne? Wenn sie sich schlau anstellen. Also da ist schon von Corona aus gesehen eine Chancengleichheit annähernd bei Startups da. Ja, und Transformation, dieses virtuelle Arbeiten macht es auch leichter. Also meine Startups müssen ja nicht nur ihr Geschäft aufbauen, die müssen auch ihre Organisation aufbauen, müssen Leute rekrutieren. Und auch da würde ich meinen, es ist ein kleines bisschen einfacher, vieles virtuell zu machen. Aber es ist schwer genug. Also Startups sowieso und Corona auch. Also ja, also ich will nicht drauf. Also wir hatten letztes Jahr im Mai, die Mai-Juni-Ausgabe. Also wir hatten, März-April-Ausgabe war Jeff Bezos. Dann war eigentlich geplant Elon Musk, den haben wir dann verschoben und haben eine Ausgabe reingemacht, die Krise als Chance. Mhm. Weil ich sehe das einfach als Chance. Also gerade wie du schon sagst, es wird große Firmen haben genauso die Probleme. Die haben, die werden da runter reduziert und du kannst in solchen Fällen auch mit Innovationen neue Geschäftsfelder eröffnen. Ja, also ich meine, wir haben heute die App, wo ich irgendwas buchen kann, ohne dass ich in Kontakt reingehe. Ja, ich habe Produkte, die ich vorher vielleicht nicht gehabt habe, die ich als Startup genauso abbilden kann, weil ein großes Unternehmen muss genauso vielleicht das ganze System umstellen. Ja, Und die sind immer langsamer. Jedes große, egal was passiert, jede Änderung wird von einem großen Unternehmen viel langsamer umgesetzt als von einem kleinen Startup. Also das ist schon, so eine Einzelereignisse wie Corona sind eben eine harte Änderung. Ne? Also da glaube ich, ja, ganz genau. Ja, da haben ja viele Unternehmen und Unternehmer Probleme, wenn sie in ein Startup investieren oder wenn sie sagen, wir holen ein Startup in einen hauseigenen Inkubator, haben sie ja immer das Problem, dass innerhalb von einem Tag das Geschäftsmodell geändert wird. Und da haben halt alteingesessene Unternehmen, die über eine größere Hierarchie verfügen, haben dann halt manchmal die Schnappatmung. Ja, also genau. So habe ich das schon halt wahrgenommen. Du musst solche Aktivitäten gnadenlos trennen. Ne? Also selbst ich bin sehr ein Fan davon, dass Großunternehmen sowas machen sollten. Also sowohl in Startups investieren als auch unter dem eigenen Dach beherbergen und unterstützen. Aber du musst es gnadenlos trennen. Genau was du gerade sagst. Du kannst, also eine Person kann im gleichen Kopf nicht Kerngeschäft etabliert, stabil, berechenbar mehr oder weniger und Startup mit hoher Unsicherheit machen, das geht einfach nicht. So schnell kannst du nicht umschalten. Und früher oder später wirst du dann immer die Maßstäbe von dem, was du hauptsächlich machst, dort anlegen, wo du eben mal reinguckst. Und das macht in aller Regel dann Startups zunichte. Deswegen, also ja, machen, aber klare Trennung, möglichst viel Freiraum. Und dann kann sowas schon ganz gut funktionieren. Ne? Und es bietet eben genau diesen Vorteil der Geschwindigkeit, dass eben so kleine Startups setzen richtig Benchmarks in Unternehmen, was auch machbar ist. Ne? Gibt's, also du hast ja aus deinem Mentoring mit den Startups, siehst du ja verschiedene Charaktere. Es ist ja, jeder ist irgendwo individuell.
Gibt es aber irgendwas, was so die Gründer oder die im Startup ein Fehler oder etwas, was sie alle gleich haben, oder ist wirklich jeder individuell? Also was sie alle gleich haben, würde ich denken, also zumindest die das dann nachher erfolgreich auch weitermachen, das ist so eine gewisse Hartnäckigkeit und eine gewisse Ignoranz gegenüber Schwierigkeiten oder Problemen. Ne? Du darfst nicht, wenn du nur Probleme siehst und tatsächlich glaubst, dass man die nicht lösen kann, was dir dann andere erzählen, dann wird das nicht lange gehen. Das geht nicht. Also diese Hartnäckigkeit, eine gewisse Ignoranz gegenüber Problemen, die ich auch habe, die mir dann meine Kollegen manchmal auch vorhalten, die muss man auf jeden Fall haben. Das sieht dann manchmal ein bisschen arrogant aus, wie nach dem Motto, das kriegen wir schon hin. Ne? Also wenn das nicht da ist, glaube ich aber, wird man zumindest als Gründer nicht erfolgreich sein. Damit eckt man dann in der Firma schon mal an, aber als Gründer muss das so sein. Und dann, jetzt kommt ein großes Problem, weswegen das so selten klappt. Du musst gleichzeitig Leuten trotzdem zuhören und deine Schlüsse draus ziehen. Also du darfst trotz dieser gewissen Arroganz, die du hast, ich krieg das hin und das wird sich schon alles machen lassen, darfst du nicht glauben, dass du alles weißt. Ne? Und das ist eine Balance, die kriegen halt doch nicht so viele hin. Ne? Ich würde mal für mich in Anspruch nehmen, ich höre schon viel zu, ich habe wenig Ideen selber, ich höre aber viel zu, schnapp viel auf, kann es dann umsetzen und habe dann trotzdem noch diese leichte Arroganz, dass ich schon Dinge, die ich mir vornehme, auch hinkriegen kann. Manchmal nicht so, wie ich es am Anfang mir vorgestellt habe, aber es geht schon. Und die Mischung, die ist wichtig und leider selten. Ja. Jetzt möchte ich nochmal auf euer Kerngeschäft Software zurückkommen und oder dein mit E-Mobilität. Ich habe auch bei euch auf der Seite gesehen, Electric Aviation. Ja, genau, mein Kollege in Hamburg. Das ist ja auch so ein Thema, also mein... Wie wird sich das so für jetzt Außenstehende, was wird da kommen? Ich meine, es gibt ja in Richtung Flugtaxis und so, da gibt es ja verschiedene Anbieter. Es gibt im Bayerischen gibt es einen, der das mehr mit wie ein Flugzeug gestaltet. Dann gibt es in Bruchsal ein Startup oder Unternehmen, wo mit 16 Rotoren, ja. Genau, versucht das Ganze abzubilden. 16 sind es, nicht 4. Was wird uns da erwarten? Extrem schwer vorherzusagen. Also wenn, also wir sehen, dass da viel Geld reinfließt. Ne? Also die Firmen akquirieren zu Recht viel Investment. Da sind viele neue Ideen drin. Wir haben wieder diesen Spagat. Ne? Bisher hat Luftfahrt immer, das haben die angestammten Großunternehmen gemacht. Da gibt es ganz wenige so ungefähr. Das sind noch immer weniger geworden. Und die setzen auf klassische Technologien. Jetzt wandelt sich plötzlich die ganze Welt. Umweltschutz wird wichtiger, also Lärmschutz, Ressourcenverknappung beim fossilen Brennstoff. Die Reisegewohnheiten ändern sich, also mehr Kurzstrecke, ungeplant und so Geschichten. Und plötzlich öffnet sich da ein Fenster, auch für Kurzstreckenflug mit wenig Energie. Und dann natürlich kommt technologischer Fortschritt dazu. Die Batterien werden leichter, die Motoren werden leistungsstärker. Und jetzt geht vieles. Ja, jetzt muss man natürlich gucken, ist jetzt, also Langstreckenpassagierflug, würde ich mal sagen, ist vielleicht auch eine Nische, wo irgendwann der Wasserstoff das richtige Mittel ist. Genauso wie Langstreckentransport auf der Straße, wo man, also viel Nutzlast ist, ne, immer das Thema Nutzlast und Strecke oder Reichweite ist kritisch. Dann sind wir wahrscheinlich mit batterieelektrisch noch eine Weile davon entfernt. Aber in Kurzstrecken, wo Emissionen, also in innerstädtisch oder stadtnah, Kurzstrecke, geringe Nutzlast. Das sind natürlich schon Felder, wo das geht. Einige sind schon praxistauglich, vielleicht noch nicht serientauglich und nicht so sicher und geprüft, dass man es wirklich massentauglich machen könnte. Aber es gibt, da gibt es schon Anwendungsfälle, ich denke mal 5 Jahre, dann sehen wir das kommerziell. Ja. Wir sind auch da im Kontakt. Das ist aber jetzt nicht der Riesenmarkt, wenn man es mit Automotive mal vergleicht. Ne? Das ist deutlich anspruchsvoller in der Technik. Die Sicherheit muss eine ganz andere sein. Und dann liegt auf der Hand eigentlich, dass es, bevor Menschen da regelmäßig damit fliegen, eher das Thema Lastentransport kommt. Und da gibt es ein paar Nischen, wo das sehr, sehr sinnvoll ist. Last Mile Delivery in der Stadt und so. Ja. Das Internet hat viele, viele Bereiche verändert. Also wenn wir so die letzten 25 Jahre mal anschauen, angefangen von der Tageszeitung, also von der Verlage, Versicherung, Banken, alles ist irgendwo im Wandel.
Wir hatten vor knapp über 100 Jahren, 120 Jahren, ist so der Wandel gewesen vom Pferd zum PKW. Dann haben wir am Anfang so die E-Mobilität und Verbrenner, die sich ein bisschen konkurriert haben. Der Verbrenner hat gewonnen. Haben wir jetzt einen ähnlichen Zeitpunkt, wo wieder praktisch eine neue Dekade anfängt, jetzt alles umzuschwenken auf die E-Mobilität? Sind wir gerade da drin? Fängt die jetzt an? Ah, das ist schon weiter fortgeschritten als nur Anfang. Also Elektrifizierung ist ja nicht nur im Bereich Mobilität, sondern Elektrifizierung findet ja überall statt. Mhm. Wenn wir uns mal anschauen, also Hydraulik ist zum Beispiel an vielen Stellen schon verdrängt worden. Ne? Und wenn du Werkzeugmaschinen anschaust, das ist alles elektrisch heute. Also da würde ich nicht nur auf die Mobilität und nicht nur auf den PKW schauen. Mhm. Für den PKW ist das sicherlich so, dass da jetzt gerade dieser Scheideweg gerade ist von Verbrenner und insbesondere fossilen Verbrenner. Ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, Batterieelektrik ist ja nicht die einzige Lösung, um umwelttechnisch nachhaltig zu fahren. Ne? Und wir werden einen Mix sehen. Ja, Wasserstoff, auch synthetische Fuels. Ne? Also wir werden einen Mix sehen sicherlich, aber langfristig sehen wir dann schon mit dem Fortschritt auch viel batterieelektrisch. Und ja, wir sind mittendrin. Also ich finde das auch cool. Ne? Also die ersten marktauglichen Elektrofahrzeuge die kommen gerade auf den Markt und wir sind mitten dabei. Und das ist nicht aufzuhalten. Ich denke schon, das ist aber erstaunlich auch zufällig, wie das so stattfindet. Ne? Dieses Thema Wasserstoff, da sind mehrere große Firmen, gerade hier im Stuttgarter Raum, mehrmals rein und wieder raus. Ich weiß es nicht, wenn die vor 10 Jahren durchgehalten hätten und hätten mit Brennstoffzelle weitergemacht. Du kannst halt immer nur eins machen und irgendwann entscheiden sich Einzelpersonen für den Weg oder für den Weg. Mhm. Und damals sind sie also aus dem Wasserstoff wieder rausgegangen. Und jetzt ist batterieelektrisch so weit etabliert, glaube ich, dass der Wasserstoff da nicht mehr so schnell hinterherkommt. Ne? Und da hängen ja Entscheidungen dran, welche Infrastruktur baue ich auf. Ich kann nur eine bauen oder ich kann nicht in dem gleichen Maße beide aufbauen. Ich kann nur eine Fabrik bauen, entweder für den Antriebsstrang oder für den Antriebsstrang. Und plötzlich gibt es eine Eigendynamik, die sich selbst verstärkt. Ne? Also diese Pfadabhängigkeiten. Und jetzt sind wir, ja, ich glaube schon, wir sind ziemlich sicher auf dem batterieelektrischen Pfad. Jetzt müssen wir was Passagiertransport, also PKW und Kurzstrecke betrifft. Ja. Oder was denkst du? Also ich meine, das ist so, ich glaube, das Fenster war vor 5 Jahren noch offener, mhm. aber heute, glaube ich, ist das schon sehr in eine Richtung abgezweigt. Also ich glaube, dass Tesla halt die letzten, also mein Tesla gibt es jetzt nicht erst seit gestern, die haben, das ist ja auch so ein Phänomen. Viele denken ja, die werden über Nacht wäre ich erfolgreich oder so. Das ist ja eine Wachstumsgeschichte über Jahre, über viele Jahre. Und ich glaube, dass Tesla mittlerweile so gesetzt ist, dass es die anderen oder Mitbewerber einfach nicht drum rumkommen, dass sie sagen, okay, gerade, ich meine, Tesla ist hochpreisig, ja, also fängt irgendwo, wenn ich was, ein bisschen was will, 60.000, 70.000 Euro fängt es irgendwo an. Dann habe ich ein Model 3. Wenn ich ein Model S möchte, dann bin ich bei knapp über 100.000. Das geht dann ja in die Richtung S-Klasse, A8 und wie sie alle heißen, wobei Audi ja den A8 als Elektro und als autonomes Fahren rausgenommen hat. Die wollen ja eine neue Plattform schaffen. Ich meine, das ist ja auch das Thema, was wir ja vorhin schon hatten. Wenn du eine Plattform hast, wenn du eine PKW-Plattform hast und die umzustrukturieren, dann ist, du hast beim Elektroauto hast eine viel niedere ein viel niederer Schwerpunkt. Das ist ja genauso zum Beispiel, gerade was interessant ist, so auch Renault mit dem Zoe ist eine rein elektrische Plattform. Genau. Hier ist auch hergegangen zum Beispiel jetzt, dann hat, also wir machen ja mit dem Magazin, machen wir ja immer ein bisschen die E-Mobilität ein bisschen reinbringen. Fiat ist zum Beispiel jetzt hergegangen, hat einen neuen 500er gebaut, der rein für die E-Mobilität ausgelegt ist. Der ist etwas größer als der bisherige 500er, aber er ist sensationell, was er kann. Also der kann auch mit einem Daimler von der Technik her, von der Konnektivität, vom autonomen Fahren kann der durchaus mithalten. Ja. Und das ist so, weil das halt auch auf diese Plattform gebaut ist. Und ich glaube halt, oder halt eine neue Plattform gebaut ist. Und ich glaube, dass das halt wirklich musst du auch machen, so wie ich vorhin gesagt habe, der Daimler kommt mit 5 neuen
Modellen dieses Jahr. Ja, genau. ULA ist jetzt der erste, der vorgestellt wurde. Der wurde vor 2 Tagen wurde der vorgestellt offiziell. Und das ist halt einfach, wenn du ein Auto baust, rein elektrisch, es ist halt schwierig. Und du kannst halt, wenn du lange Zeit Motoren gebaut hast, ist halt schwierig. Das ist das mit dem Erbe, was du mit dir rumschleppst, ne? Was ein Tesla eben nicht mit sich rumschleppt. Ja. Du fängst auf einem weißen Blatt Papier an, klar machst du da auch Fehler, haben wir auch gemacht, ja. Aber du hast mehr Freiheiten. Ne? Und der Optimierungspunkt, wenn du ein elektrisches Auto baust, für ganz viele Sachen, Schwerpunkt hast du gesagt, das hängt dann mit dem Fahrwerk zusammen, Lenkung, positionierst du die Energie, also wo sitzt die Batterie im Gegensatz zu einem Tank, der Motor hat ein ganz anderes Gewicht, du kannst plötzlich den Motor ganz anders aufteilen, brauchst kein großes Getriebe mehr. Das sind so viele Sachen, wenn du die auf dem weißen Blatt Papier machst, hast du viel mehr Freiheiten, um die Vorteile vom Elektroantrieb so viel besser zur Geltung zu bringen, mehr Reichweite zu erzielen, autonomes Fahren, elektrischer Antriebsstrang ist vielleicht auch steuerbar, ne? Dass du da viel, also mit weniger Mitteln bessere Autos bauen kannst, als wenn du halt versuchst, so evolutionär vom Verbrenner da umzusatteln. Ne? Und das werden wir viel stärker sehen, für dich sehe ich genauso, ja. Genau. Ja. Aber es ist auch jetzt gerade nochmal auf die Hydraulik zurückzukommen, was du vorhin angesprochen hast. Wir hatten vor Jahren noch die Servolenkung, die hydraulisch war, mit einer Ölpumpe und eigener Öltank und Schläuche, was ja heute einfach nur noch ein Elektromotor ist, der angesteuert wird und das war's dann. Ja, viel weniger Wartung. Du hast, das ist ja auch ein Thema bei der E-Mobilität, die ganze Wartung, was alles wegfällt. Du brauchst kein Öl mehr, du brauchst. Genau, was alles wegfällt. Und da jetzt nochmal auf Tesla zurückzukommen, ich glaube halt, dass Tesla wirklich so eine Verbreitung geschaffen hat. Und dann kamen die ersten kleinen Hersteller, wie jetzt, also Zoe ist ja jetzt auch kein neues Auto. Also Renault hat ja auch ziemlich früh auf die E-Mobilität gesetzt und hat das kontinuierlich weiterentwickelt. Und sind da auch, wenn man die Verkaufszahlen, ich glaube, letztes Jahr haben sie 30.000 Zoe verkauft. Was ja durchaus ein sehr guter Wert ist. Ja. Das ist einer der erfolgreichsten Strommotoren, die wir haben aktuell ja auf dem Markt. Ja. Genau. Hm. Ja, und ich denke aber, die haben auch konsequenterweise auch ein paar radikale Ansätze gemacht, so wie Twizy, ne, wo man sehr viel dabei lernen kann. Und ich meine, das kann man sich bei Startups abgucken oder bei Tesla abschauen. Du musst halt auch mal den Mut haben, auf dem weißen Blatt Papier neu anzufangen. Ne? Und nicht immer die Rücksicht auf die bestehenden Fertigungsanlagen haben oder bestehende Technologien, die bestehenden Leute, ne, die du im Team hast, die natürlich immer wieder ihre bekannten Lösungen machen wollen. Das würden wir alle so machen. Wenn du da einfach mal auf dem weißen Blatt anfangen kannst und kannst sagen, wir denken mal alles neu, als wenn es gar keine Grenzen gäbe, was passiert da, ne? Und dann kommst du zu Lösungen, die wirklich um eine Größenordnung besser sind als das, was bis dahin war. Es gibt ja gute Gründe, warum Hydraulik erstmal eine ganze Weile Mittel der Wahl war. Da war die Leistungsdichte halt viel größer, ne? Das ließ sich vor 10, 15 Jahren mit Elektromotor noch gar nicht machen. Genau. Jetzt gibt es neue Werkstoffe, neue Auslegungsmethoden auch, ne? Man kann viel analytischer an die Auslegung vom Elektromotor rangehen und plötzlich hast du Leistungsdichten in der Elektrotechnik, ne, Drehmomente vom Motor her, die locker mithalten können mit allem, was bisher da war. Und dadurch kommt die Elektrifizierung eben sehr viel schneller voran. Es ist ja nicht nur der Antriebsmotor, der jetzt elektrisch wird. Ja. Alle Aggregate, ne, also alles, was da bisher da war, was vom Antriebsmotor mit angetrieben wurde, die werden jetzt alle autonom und elektrisch. Und plötzlich sind sie besser regelbar, Energieeffizienz wird besser, Geräusch wird geringer. Also das ist eine Riesenrevolution, die hat schon früher angefangen als jetzt das Elektroauto. Ja gut, ich meine, vergleich mal ein PKW, also Standard-PKW von Ende 90er, Anfang 2000er zu heute, das sind Welten, das sind, also die Schritte werden ja auch immer kürzer. Also früher war ja Autozyklus etwas länger wie heute. Heute ist ja der Zyklus viel, viel kürzer. Weil die Innovationen immer schneller reinkommen. Und wenn du nicht mithalten kannst oder nicht mithältst, dann war es das halt mal. Ja. Und wir sehen ja, jetzt ist Fiat, wo mit PSA und Opel und zu einem großen Konzern verschmilzt. Und das war ja schon in der 80er oder in der 90er, Anfang der 90er hieß es ja, es wird passieren, dass es immer weniger Autokonzerne gibt. Ja, es gibt die einzelnen Marken, wird es durchaus wahrscheinlich weitergeben, weil eben halt Menschen dann vielleicht sagen, ja, ich möchte aber ein Opel kaufen oder ich möchte ein Fiat kaufen oder ein Peugeot oder was auch immer. Aber die Konzerne an sich hat ja VW auch vorgemacht. Also mein VW hat ja das par excellence, was sie über
30 Jahre an Hersteller dazugenommen haben, ja, was da alles mittlerweile in dieses Konglomerat reingeflossen ist. Ja, ist ja sensationell. Und du hast es vorhin selber gesagt, du kaufst ja ein Auto heute, also du nicht mehr, andere vielleicht schon noch, aber viele kaufen ihre Autos nicht mehr wegen der Marke, ne, sondern sie kaufen es eher und gucken, was geht denn da, was kann das Auto und wie kann es mich in meinem Leben entlasten, wie kann es das Fahren entspannter machen und wie kann mein Smartphone damit integrieren. Also die Kriterien, nach denen Autos gekauft werden oder vielleicht nachher auch gar nicht mehr gekauft werden, die verschieben sich gerade. Ja, und dann denke ich mal, was du auch gesagt hast, diese Akzeleration, diese Verkürzung der Produktlebenszyklen, ich glaube, die Antwort drauf, eine Antwort drauf ist halt einfach Software, ne? Software, die man updaten kann. Also nicht fixe Hardware, die ich einmal einbaue und dann nie mehr austauschen kann, sondern eher eine Standard-Hardware, auf der viele Software laufen können und dann eine regelmäßige Möglichkeit, dein Auto wieder auf den neuesten Stand zu bringen. Und da haben wir ja auch wieder einen, der es vormacht, wo jetzt alle hinterherkommen. Und das ist natürlich auch ein Thema, was jetzt die Automobilindustrie nochmal ein Stückchen verändern wird. Nicht ohne Grund sprechen da einige davon, dass sie jetzt Softwarekonzerne werden. Ja, klar. Also, das ist die einzige Antwort, die du geben kannst. Ne? Genau, das ist aber auch das Thema. Also ich meine, wenn man so mal die einzelnen Details anschaut, wie mancher Tesla zusammengebaut ist, dann fehlt's halt an Spaltmaßen oder an Kleinigkeiten, ja. Aber es ist halt die Software. Es ist der Antrieb, es ist die Software. Und ich glaube, dass da auch vielleicht in Deutschland das bei den Autokonzernen vielleicht auch dahingehend ein bisschen, die konnten Hardware bauen, aber eben halt die Software. Es ist niemand im Unternehmen oder so, wo halt eben halt diese Software. Und da sieht man halt Elon Musk, er kommt halt aus diesem Bereich raus. Und da konstruierst du halt einen PKW ganz anders, da wie jetzt, wenn du aus dem Hardware-Bereich kommst, wie Daimler, Porsche, wie sie alle heißen, die haben halt gelernt, Autos zu bauen, die qualitativ sehr hochwertig sind, wo die Spaltmaße passen, wo, wenn du eine Tür zumachst, wo du auch hörst, dass eine Tür zugeht. Ja, aber ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt so auch die nächsten Jahre entwickelt, wenn jetzt Tesla in Brandenburg die Gigafactory am Start hat, wie die deutsch produzierten Teslas, wie die sich entwickeln, auch wie wenn noch deutsche Ingenieure mehr involviert werden. Ich meine, da ist ja riesen Einstellungsgespräche, waren ja letztes Jahr zum Jahresende. Da bin ich mal gespannt, wie sich dann die gesamte Modellpalette vielleicht auch noch verändert. Ja, ich denke, diese beiden Welten müssen zueinander finden. Das ist genau das, was du gerade sagst, diese klassische Kompetenz, Autos zu konstruieren. Da steckt ja auch viel Know-how drin, wo es manchmal bei Tesla noch fehlt. Wenn das jetzt zusammenkommt mit dem Grundverständnis, wie ich eigentlich IT baue, ne, wo ich Computer baue, eben, sagen wir mal, Hardware auf Vorrat einzubauen. Na, das ist ja ein Paradigmenwechsel. Wenn ich mir angucke, in einem Auto, auch in meinem aktuellen Auto, da hast du halt manchmal so Blindkappen drin, wo sonst Schalter sind, weil du halt die Funktion nicht gekauft hast. Ja, wie dumm ist das denn? Da kann ich doch die Funktion nie mehr verkaufen. Ich habe das Auto einmal verkauft ohne die Funktion. Wenn der Schalter nicht da ist, kann ich die Funktion nie liefern. Habe ich ein Touchscreen, wo ich eine Software dahinter lege, bezahle ich vielleicht 50 Euro und kriege eine Funktion dazu. Na, das kann ich irgendwann mal machen. Genau, und oder dieses Umdenken, ich lade eine App nach auf mein Smartphone. Genau. Ist natürlich aber ein totaler Paradigmenwechsel, weil das Auto, so wie es mal gebaut ist, ist abgesichert worden, getestet worden. Ne? Und wenn ich jetzt sage, ich kann jederzeit noch eine Softwarefunktion dazu bringen, habe ich plötzlich eine Art offenes System, wo ich am Anfang nicht weiß, was da jemals mal kommt. Das hängt dann auch wieder mit Zulassungsverfahren und Homologation zusammen. Also da muss noch einiges passieren. Aber du hast völlig recht, da liegt ein Schlüssel drin. Wenn man diese beiden Welten zusammenbringt, so Engineering und Software, also Engineering im Sinne von Automobil und mit Software denken, das wird nochmal richtig einen Schritt vorwärts gehen, was Usability betrifft. Aber auch so in eurem Bereich, also wenn ich jetzt praktisch ein Elektroauto kaufe und es gibt ein Software-Update und ich muss nicht in die Werkstatt fahren, ich muss nicht die Zeit in die Hand nehmen, in die Werkstatt fahren, sondern ich gehe einfach her, abends das Auto steht in der Garage, Tiefgarage, wie auch immer, und ich starte das Update, ich habe Internet und starte mein Update.
Es ist ja auch im klassischen Bereich so. Also auch wenn ich einen Verbrenner habe, kristallisieren sich Bugs raus in der Software, die vielleicht Motorschaden führen, die einfach rausgenommen werden in der Programmierung. Und wenn ich dann aber wieder zum Hersteller muss, dann muss ich das anschließen. Dann der PKW einen ganzen Tag dort und so kann ich einfach abends hergehen, PKW in die Garage. Genau. Mach mein Software-Update, morgens steige ich wieder ein. Und das ist ja auch so ein bisschen, glaube ich, der Vorteil in der E-Mobilität. Also wenn ich zu Hause laden kann. Ja, dort ist ja nicht nur, dass du zu Hause laden kannst. Also Elektrofahrzeuge sind per se erstmal mechanisch weniger komplex, als dass ein Verbrennungsmotor ist. Ne? Also da ist der Anteil der Dinge, die man mit Software machen kann, wesentlich höher. Deswegen ist es nicht nur das Laden, es ist tatsächlich ein Software-Update. Es ist gut, das geht mit dem Verbrenner genauso. Du kannst mit deinem Fahrzeug ganz anders interagieren, ne? Indem du also eine Online-Verbindung zu deinem Fahrzeug hast. Du bedienst doch nicht mehr das Navigationssystem nachher im Auto, wenn du fährst, mit Spracheingabe, die manchmal klappt, manchmal nicht klappt, oder drehst dann irgendwie ein Rädchen und drückst drauf. Das machst du nachher mit deinem Smartphone auf dem Weg zum Auto. Tippst dann mal auf die Stelle ein, wo du hin willst, oder es liest es aus deinem Kalender. Und wenn es jetzt alles gut läuft, weiß dein Auto, wo du hin willst und bietet dir das sofort an. Ne? Das hat jetzt nicht so viel mit Elektrifizierung zu tun, aber mit Online und Digitalisierung. Genau. Das ist ja das Thema. Also wenn du jetzt zum Beispiel, du fährst in eine Stadt, wo du dich nicht auskennst, stellst den PKW ab und gehst weg. Smartphone speichert, also zum Beispiel bei meinem PKW, ich habe das dann auf dem Smartphone, ich brauche bloß draufklicken, Google Maps, und dann sagt er mir, wo mein PKW steht. Ich brauche, weil das kommt ja auch vor, dass du da bist in Gedanken, hast vielleicht noch jemanden dabei oder hältst dich, bist ortsunkundig und schwupp, steht der PKW irgendwo und du weißt nicht mehr wo. So, und dann kannst du halt eben schön da drauf, und das ist eben diese Konnektivität, ohne dass ich das eingeben muss, weiß mein Smartphone, wo mein PKW steht, weil die Konnektivität da ist. Und das ist halt eben so auch was wir vorhin schon angesprochen hatten, wo du gesagt hast, so mit gerade in der Stadt drin, die Unfälle vermeiden und solche Dinge, ja, weil das Fahrzeug mitdenkt. Ja, du kannst dich nicht drauf verlassen. Also ich glaube, da gibt es ja auch Tests, wo von so und so viel Mal reagiert der PKW eben nicht. Das sind ja aber auch Dinge, du brauchst ja bloß die Sensoren mit Schnee bedeckt haben oder die Windschutzscheibe ist nicht ganz sauber, dass die Kamera da einen leichten Fehler aufnimmt oder wie auch immer. Ja, das sind ja Dinge, die sich auch, denke ich, die nächsten Jahre noch ganz schön entwickeln werden. Und ich denke, dass ihr da auch dran seid, an diesen Systemen die ganzen Dinge abzunehmen, mehr mit Radar. Ich weiß nicht, ist Radar so ein bisschen mehr die Zukunft wie Kameras in den PKWs, oder wo geht es da hin? Bin ich ehrlicherweise kein richtig großer Experte, aber was ich so höre, ist, dass der Schlüssel liegt wahrscheinlich in der Fusion von diesen Sensoren. Kameras haben ein Riesenproblem mit den Lichtverhältnissen. Also wenn die müssen ja funktionieren bei völliger Dunkelheit. Ich meine, es ist ein kleines Wunder, was wir selber hinkriegen, ne? Was unsere Augen leisten. Dass wir also bei fast völliger Dunkelheit noch ein bisschen Schatten sehen und das trotzdem bei Blendung auch noch einigermaßen funktioniert. Mhm. Aber das Entscheidende, glaube ich, was wir können, ist, wir können erkennen, wenn wir es nicht mehr hinkriegen. Na, und egal, ob es jetzt Radar ist, also Radar und Stereo-Video oder Mono-Video haben alle ihre Macken, haben alle ihre Grenzen. Radar ist halt schwierig, wenn es stehende Sachen sind, dann sieht alles irgendwie ähnlich aus. Die Lösung wird nur eine Fusion sein, aber ich glaube, die eigentliche Herausforderung bei der ganzen Geschichte ist, dem Machine Learning beizubringen, zu erkennen, wenn sie nichts mehr erkennen. Ne? Und da hakt es aktuell gerade. Ne? Das ist immer so dieses Problem. Sicher heißt ja nicht in jedem Falle die richtige Entscheidung zu treffen. Sicher heißt auch, mal zu sagen, ich fahre jetzt nicht weiter, weil ich nicht mehr weiß, wie ich weiterfahren soll, und bringe das aber auf eine sichere Weise zu Ende und fahre an Straßenrand Bremse da geordnet, ohne dass mir einer hinten drauf fährt. Ich glaube, es liegt eher die Herausforderung dort, diese Algorithmen richtig hinzukriegen, dass sichere Entscheidungen getroffen werden, als die Sensoren da hinzukriegen, dass immer in jedem Falle eine richtige Entscheidung getroffen wird. Ja. Und das, glaube ich, soweit ich weiß, ist, glaube ich, die Rivalität zwischen Radar und Optik eher eine Fusion, als dass das eine oder das andere gewinnt. Ja, ich denke auch, dass es Bereiche gibt, wo
Radar mehr Sinn vielleicht macht als eine Kamera, aber auch umgekehrt. Da bin ich ganz bei dir. Das glaube ich schon auch, dass das so ist. Zum das ist Abschluss, ja auch noch Schall und. Also es sind nicht nur Radar und Optik, ne? Es gibt noch mehr. Also. Ja, es ist auch für welchen Bereich halt dann. Genau. Also ist ja entscheidend. Also ich weiß auch, oder ich habe vor kurzem mit einem Startup mich ausgetauscht, wo es dann auch in Unternehmen drin, wenn dann praktisch autonome Roboter und so weiter da sind, oder also diese Transportsysteme, Transportsysteme mit Radar und so weiter, also dass da sehr viel gemacht wird. Ich glaube, dass das auch vielleicht da mehr Sinn macht als eine Kamera, ja, weil halt einfach das abgetastet wird und sobald was da ist, ja, aber da bin ich auch nicht jetzt so drin wie du jetzt zum Beispiel, ja. Also bei Indoor-Robotik, da sind ja noch die Laserscanner im Bereich, also so strukturierte Beleuchtung, Laserscanner, Time-of-Flight-Sensoren. Da ist das, die Genauigkeit muss viel höher sein. Da kommst du mit Radar manchmal nicht so weit. Ja. Und dann hast du natürlich auch eine sehr gestörte Umgebung in solchen Industrieumfeldern. Also das ist nochmal ein Feld für sich. Aber da haben wir den Riesenvorteil. Man kann dort vieles ausprobieren, was man dann nachher in der Öffentlichkeit hinkriegen muss, weil wir da einfach eine eingeschränkte Öffentlichkeit haben. Da kann man auch mal Leuten sagen, ihr dürft nicht in den Bereich reinlaufen oder ihr müsst Stahlkappenschuhe tragen oder. Aber das ist ein gutes Stichwort. Also solche Industrieumgebungen sind eigentlich ein gutes Testfeld für diese autonomen Funktionen und Robotik. Ja. Und das findet auch statt. Ja, ich glaube, also da gibt es auch, was das autonome Fahren, ich meine, wird es auch viele, viele Versuche geben. Also ich meine, es ist ja irgendwo ein Thema, wo man irgendwo hin will. Also das autonome Fahren, es ist ja auch nicht erst seit gestern. Also es gibt Bilder aus den 50er Jahren, wo ein PKW dargestellt wird, wo die Familie drin sitzt, Spiele macht, Kaffee trinkt, wie auch immer. Das ist ja jetzt nicht, dass es erst seit 2010 oder wann irgendwann sich entwickelt hat, diese Idee des autonomen Fahrens, sondern das geht ja schon die letzten 50, 60, 70 Jahre zurück, dass man sagt, und es macht ja auch Sinn, also gerade wenn du Langstrecke, wenn du natürlich jetzt wegen 5 Kilometer macht autonomes Fahren keinen Sinn. Ja, es macht Sinn. Du brauchst dafür lange, also dann ist es vielleicht schon wieder ganz nett und entlastend, genau. Ne? Da ist ja dieses Stop-and-Go-Assistenten, was PKWs mittlerweile drin haben. Das macht ja Sinn, weil du ja dann auch nicht ganz so aufmerksam auf den Verkehr achten musst. Das ist ja auch immer so. Dann ist eine Baustelle, dann gibt es wieder einen Unfall. Da ist Stau und dann gibt es einen Unfall, weil der hinter dir hat eben halt gerade am Handy rumgedrückt und ist dir halt draufgefahren. Wenn der PKW das erkennt und dann anhält, dann ist das ja wieder ein anderes Thema. Genau, also die Lösungen sind im Grunde einsatzfallabhängig. Ne? Du musst immer so ein Problem-Solution-Fit hinkriegen. Und da sind wir auf einem guten Weg. Wir werden nicht das autonome Fahrzeug sofort sehen, sondern wir werden eben sehen, zunehmende Assistenzfunktionen, so Stauassistent, was wir schon sehen. Dann Autobahn ist ein schönes, geschlossenes Umfeld, wo nicht so viele Einflussfaktoren da sind. Geringe Geschwindigkeiten, also so Themen werden kommen. Und wir brauchen halt so Nischen wie in der Industrie, also wirklich abgeschlossene private Gelände, wo man sowas ausprobieren kann und dann wird das eben so nach und nach reinkommen. Oder Parkhäuser ist auch so ein Thema, so Automated Valet Parking, was da zwei große Stuttgart-Unternehmen gerade miteinander ausprobieren, was ja auch schon funktioniert. Sobald du die Menschen aussperren kannst, kannst du viel tun. Ne? Mhm. Also das wird der Schlüssel sein, da voranzukommen. Mhm. So, jetzt sind wir schon fast am Ende angekommen. Ich hätte jetzt gern von dir noch zwei, drei Tipps für junge Gründer, was du denen mit auf den Weg geben möchtest. Ha, ja. Also wir haben das vom Anfang, berühmte letzte Worte, ich gebe mir Mühe. Wir haben am Anfang schon das gehabt, also zuversichtlich sein, optimistisch sein, an den eigenen Erfolg glauben, dieses Arroganz, ne, diese, also im positiven Sinne, und trotzdem zuhören, extrem wichtige Sache. Und dann werde ich nicht müde, was zu wiederholen, das sage ich schon sehr lange. Innovation entsteht aus 3 I's. Du musst Informationen zusammenbringen mit vielen Leuten durch Interaktion und dann brauchst du noch ein bisschen Inspiration.
Also die drei Sachen müssen für mich zusammenkommen und dann brauchst du noch ein bisschen Geld. Aber das heißt faktisch, du brauchst die Bildung, du brauchst irgendwo eine Ausbildung, du musst viel Wissen haben, du musst auch offen sein, viel, viel aufnehmen. Du musst mit vielen Leuten reden, so wie wir das gerade machen, ne? Also daraus entstehen die besten Geschichten, wenn zwei Leute mit Wissen aufeinandertreffen und diskutieren. Und dann braucht es immer noch die Inspiration. Also das heißt, du musst raus in die Welt, du musst echt dich umschauen draußen. Die Inspiration findest du nicht, wenn du im Büro sitzt. Deswegen, also die Wahrheit liegt außerhalb. Also drei I's für Innovation, Information, Interaktion, Inspiration. Die Zeit musst du einfach finden für die drei I's. So, dann bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wer möchte, am nächsten Donnerstag, wir werden das auch noch veröffentlichen, ist Demo Day von der Meisterklasse. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Werden wir ein Video oben oder unten drunter, je nachdem, wo es jetzt gerade läuft, werden wir das veröffentlichen. Und wie gesagt, ich bedanke mich bei dir, wünsche dir eine gute Zeit, viel Erfolg und vielleicht sehen wir uns in Kürze wieder. Vielleicht dann auch auf einem Live-Event. Wäre mir eine große Freude, Markus, mit dir ein Bier zu trinken. Sehr gerne. Bleib gesund. Ja, ich danke dir vielmals. Ciao. Ciao.